Legends liegen auf uns. League of Legends. Yeah, boy! Moin Mädels, moin Jungs, ich bin's hier, euer Rock'n'Roll-Kalle, nicht wahr? Denn heute, bei Eskimo Callboy. Was steht dir das? Ich lebe das live. So, ja, jetzt bin ich auch fertig. Ich wollte euch noch ganz kurz meine Crypt zeigen. Hier schlafe ich, Master Bedroom, und hier Master Scheißhaus. Look at the nice water on the floor. It's a feature, not a mistake, Junge. Also, bei mir läuft, nicht wahr? So, ja, also, the hotel is very nice. And now we go to the street. And meet Gerrit over there. Noch mit dem physischen Schlüssel, ne? Kleine Karte. Ja, Grüße gehen raus, übrigens an Sterzig. Der haben wir hier die geile Kamera ausgeliehen, ne? Die Legria. Geiler Typ. Schau doch mal vorbei. So, hier, Fenster. So. Ich hoffe, Gerrit ist noch nicht da und fährt ohne mich. Das wäre so blöd. Wie komme ich hier raus? Ja. Wo bin ich hier? Morgen. Das ist ja ein toller Laden hier. Ich gehe zu den Callboys. Gerrit kommt hoffentlich bald. Tschüss. Tschüss. Ja, also falls es jetzt eben nicht so rüberkam. Ich bin heute bei Eskimo Callboy und wir machen einen eigenen Song. Übrigens ist das hier der Eingang zu meinem Hotel. Da haben sie sich nicht lumpen lassen, die Jungs. Ne? Gerrit, du bist zu spät. Muss gar nichts. Danielson, was bastelst du da? Der Kevin kann übrigens jetzt gleich direkt nochmal losfahren. Warum? Weil er das Keyboard zur heutigen Aufnahmesession vergessen hat. Welches Keyboard brauchen wir denn heute? Der hat ja sowas zu Hause, so Kinderspielzeuge. Ja. Und da ist ein Keyboard bei und das hat genau den Sound, den wir brauchen. Was ist mit dem Ding da? Reicht das nicht? Nee, das kann nichts. Aber okay. Du wirst sehen, er hat es vergessen, hundertprozentig. Soll ich ihn mal fragen? Frag mal. Hast du es vergessen? Ja, was soll ich sagen, ey, das Ding ist, guck mal, ihr müsst mal so denken, wir machen die ganze Zeit da Professional Music und so und haben die krassesten Sachen am Start, ihr habt's gesehen, Equipment noch und nöcher. So, danke für die Kooperation an der Stelle, Budi. Aber diese wahre Soundpower wurde vor kurzem erst entdeckt und die hole ich jetzt. Und was das ist, das werdet ihr gleich sehen. Viel Spaß. Richtiges Opfer, ne? Richtiges Opfer. Hallo! Hi! Ja, ciao! Leute, ja, wir sind jetzt, Gerrit und ich, wir sind in Castrop-Rauxel angekommen. Ne? Da vorne wohnen sie. Da gehen wir jetzt mal rein. Und dann schauen wir mal, was die Callboys so machen. Und dann machen wir auch was, ne? Ah, so, da sind wir auch schon hier bei den Eskimos, nicht wahr? Machen jetzt hier schön einen Song. Ja, ich sag mal, wir ballern richtig einen weg, sag ich mal, hast du ja gesagt. Ne? Wir haben ja ein kurzes Vorgespräch schon gehabt, so, ne? Und das Meeting, das Briefing, ein kleines Briefing. Und heute muss laut sein, oder? Aber heute muss laut sein, ja. Wir werden tatsächlich einiges vorhaben. Wir machen jetzt einen Song. Ja, Daniel, du hast schon ein bisschen was rausgesucht, ne? Ich hab schon angefangen mit. Ja, du bist irgendwie so der Normalste von den Leuten. Ja, ne? Zumindest wirklich. Ich bin auch der Einzige, der arbeitet. Hier, Nico ist den ganzen Tag hier mit seiner scheiß PlayStation 5 beschäftigt. Hat FIFA, FIFA installiert hier nebenbei? Ja, für das Allgemeinwohl. Ich dachte, ich werde jetzt Musiker. Pass auf, ganz kurz. Das Ding ist, wenn du willst, dass er nachher was schreit, ne? Dann brauchen wir. Muss er mal in Werbung machen, dann müssen wir dieses Spiel hier, das brauchen wir dann, weil der Kevin verliert bei dem Spiel in der Regel. Und komm. Du siehst jetzt schon, also das macht was mit ihm. Und wenn er dann schreit, auch wenn er unfair ist, also das meistens unfair. Und zwar habe ich euch angerufen und ich habe so gedacht, hey, ist ja mal mega cool, mit euch gemeinsam einen Song zu machen. Der Kevin brüllt ein bisschen rum, der Nico mit seiner engelsgleichen Stimme, ne, knallt mal einen raus. Daniel an der Tastatur, da macht er. Was machst du eigentlich? Ich weiß es nicht. Und ich wollte ein bisschen rappen, habe ich mir gedacht. Ne? Und was es noch nicht gibt, ist heute, ich meine, wir alle kennen Spandauer Hardbars und mittlerweile verbindet jetzt man sogar Hyper mit Spandau so ein bisschen, ne? Zumindest mit dem Tanzpart am Ende. Aber es fehlt bis heute
behaupte ich, eine richtige Spandau-in-die-Fresse-Hymne mit ein bisschen Geballere und Rumschreien und alles. Ihr seid ja auch dafür bekannt, dass ihr ernste Songs macht und dass ihr auch quasi auf einer sehr hohen professionellen Ebene Musik produziert. Genau. Und deswegen dachte ich, komme ich zu euch. Ja, da bist du ja an der richtigen Adresse. Beste Adresse. Ja. Was glaubt ihr, würde denn kicken? Was würde denn knallen? Also ich habe ja echt so ein, es kann auch musikalisch ein bunter Mix sein. Ich weiß nicht, was alles möglich ist. Also ich finde Metal und Hardstyle. Ja, auf jeden Fall. Also es muss, also schnell. Ja. Ne? Schnell. Ja. Also ich finde, pass auf, ich finde, das sollte, dann sollte so Spandauer Hardbass so als, ich sag mal so als Grundlage. Mhm. Mit so einer richtig geilen Prise Eskimo Cowboy so, ne? Ja. So, das muss Härte haben, das muss aber auch mega eingängig sein, so richtig schön catchy, so was. Wir haben da ja ganz viele Instrumente und irgendwelche Regler, ne? Das ist viel zu kompliziert, um das jetzt zu erklären. Sorry, aber da muss man ein bisschen auch sich mit beschäftigt haben. Ja, cool. Also Freunde, wir gucken mal, was da abgeht, ne? Und Gerrit lernt nochmal mit der Kamera ein bisschen tiefer zu gehen und dann klappt das auch mit einem geilen Video. Ne? Also, wir gehen dann jetzt mal an die Tables und dann gucken wir mal, was abgeht. Das Instrument jetzt endlich geholt, aber könnte mir einer helfen, ey? Das ist langsam ein bisschen übertrieben, ey. Ihr steht hier rum. Kalle, kannst du mal mit anpacken? Das ist ein bisschen viel. Das ist das Spezialkeyboard, was der Kevin hat. Was hast du denn da drin? Oh, oh, oh! Habt ihr denn da drin? Ja, Ziegelsteine? Aber du wirst es nicht bereuen, der Sound, der da rauskommt. Ne? Das ist der Wahnsinn. Ist das eine Furzmaschine? Lange gespart. Also es gab 3 Weihnachten keine Geschenke und so, deswegen... Für alle. Deswegen, du kannst ja eine Seite mal mit aufmachen. Ja. Ist alles okay, ist gesichert. Okay, dann lass uns mal... Oh! Oh! Ja, also da... Macht das wirklich Geräusche? Nur erste Stufe, weil die zweite, da fliegen dir die Ohren weg, Alter. Warte. Okay. Das macht schon von ganz alleine. Mach so, das auch laut, mach volle Pulle. Nee, wir müssen, also das ist schlecht fürs Gehör auch, so, ne? Du merkst halt einfach, es versteckt sich hinter dem Gewand eines Klavieres, ne? Ne, man merkt, das muss halt richtig bedient werden, aber selbst hier, nicht kissen. Ja, aber hier oben versteckt sich halt diese Taste hier. Mhm. Und wenn du die drückst, ich versteck das jetzt mal einfach ein bisschen. Wenn du die drückst, ist einfach direkt... Mhm. So, zeig mir den Hit jetzt, komm. Oh, Scheiße! Das ist es. Und jetzt ist die ganze Maschine auf Party ausgelegt. Ja. Verstehst du? Ja. Alter. Ja, Mann. So. Ja, ich höre schon den Jumpstyle-Bassdrop, weißt du? Alter! Ja, Mann. Genau den! Junge, das Ding brauche ich für meinen Stream. Okay, das ist geil. Ja, geil fürs Intro. Ist eine geile Melodie, ne? Das nehmen wir jetzt auf direkt. Komm. Und dann speeden wir das ab. Ja, schließ an das Teil. Hat das XLR-Anschluss irgendwo? Ja, pass auf. Kann mal einer mit anpacken eben, Nico? Ja, klar, warte. Warte. Weil wenn das einmal zu fest auf irgendeiner Kante landet. Muss aufpassen. Ein Kratzer direkt ein Tausender flöten. Dann. Okay, haben wir. Okay, ja, schließ an, mach fertig. Den ersten Sound nochmal bitte. Nee, den. Okay. Jetzt musst du abschneiden hinten, dieses Ballern. Ja, aber das sind ja tatsächlich die ganzen Einzelsounds, um das zu spielen, ne? Mhm. Wenn du einen Achtzeiler hast, so, weißt du, was ich meine? Dann hast du Spandau, Kastrop als Schlagwörter. Ja, genau. Dann hast du. Da. Und dann sofort Kalle Eskimo. Da. Vielleicht macht es Sinn, dass man da irgendwie. Kalle Eskimo. Weißt du, dass du da 4 Zeiler hast und dann. Ich hab halt. Können wir auch so machen? Ich hab halt gedacht, dass genau nach dem Block erst abgeht. Also quasi. Spandau, Kastrop, Ehre auf dem Kopf drauf, Kalle, Eskimo, ja, das macht die Kinder froh, Bus fahren, abtauben, weißt du, was ich meine? Das ist manchmal so ein bisschen was von ihm, was von uns, was von uns so. Muss mehr Assi rein noch. Das ist schon fast zu vernünftig. Wir müssen beim Schreiben müssen wir immer dran denken, wo fangen Leute an, die Köpfe zu schütteln?
Weißt du, was ich meine? Und das muss ja, der Anspruch sein. Das kommt jetzt noch. Okay. Spandau, Kastrop, Ehre auf dem Kopf, Trop, Kalle, Eskimo, ja, das macht die Kinder froh. Bus fahren, abtauben, richtig einen reinschrauben. Jo, das war mega geil. Ja, da muss richtig schön, da muss ja richtig ballern da, Alter. Da muss jetzt so eine. Abtauben, finde ich mega. So, da muss jetzt irgendwas. Da muss jetzt so. Bada, 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 da, da, da. Ich finde das echt gut, wie kreativ Nico und Kevin sind. Es macht mir so viel Spaß, bei Eskimo Callboy zu sein. Ne, Nico? Es macht ihm richtig Spaß, bei Eskimo Callboy zu sein. Steig doch einfach mal mit ein. Ja, ich mache jetzt auch Lyrics. Ne? Aber Gönnung ist die zweite Kaffee schon mal ganz witzig, ehrlich gesagt. Also das ist jetzt alles so dieser Shout-Part noch, ne? Genau, dieses, ja. Ja, so, dieses, das ist ja im Endeffekt wie so eine Strophe, kommt das ja. Da kannst du auch einfach mit deiner Stimme drüber, dass man so ein bisschen diese Verständlichkeit hat, weißt du? Ja. Und dann, wir layern das meistens auch so ein bisschen, dass immer so eine so eine Rap-Clean-Voice ist und er doppelt dann so ein bisschen wie im Hip-Hop eigentlich. Ja. Ja, wir können ja auch beides einfach mal mitnehmen, so bei der Aufnahme. Voll. Dass wir sagen, ich rap das einmal, Kevin schaut das einmal, vielleicht du singst es auch einmal und dann haben wir halt Optionen, wie wir es dann zusammenklappen. Wir sind ordentlich am Brainstorm und ich halte mich noch ein bisschen zurück tatsächlich, weil ich gar nicht. Gerrit, wink doch mal. So. Ja, tatsächlich sind Kevin und Nico extrem kreativ. Jetzt mal Real Talk. Die sitzen da und haben sofort irgendwie 10 Lyrics, also 10 Sätze rausgeknallt und das passt einfach perfekt zu dem, was wir uns wünschen. Ich bin sehr gespannt, was am Ende bei rauskommt. Und jetzt gibt's Abfahrt. Genau, wir haben zweite Strophe und alle sofort. Nee, Quatsch, nein, es kommt jetzt Ehre. Das ist so geil, guck dir das mal an. Kastrop, Spandau, viele Farben, alle blau, Orbo, Kaczynski, Springstil, also Jumpstyle, ne? Lampardi, Moshpit, Jogginghose, Topfschnitt, ein Reinschrauben, gönnen bis die schwarze Karte, kommt am Boden, geht mal. Das ist so geil, ne? Das darf ruhig schnell sein, das ist ein Blümchen. Ja, ist das so? Finde ich nicht schlecht, ja? Das ist gar dieses Fahrt. Alle schnell sein. Ich würde tatsächlich vielleicht einmal eine andere Stimmlage ausprobieren. Ja. Wobei ich die eigentlich ganz cool finde, glaube ich. Ja. Nee, das ist relativ flott. Ja. Aber ich Bock drauf, Alter. Kennst du das doch. Ich wiederhol's. Finde ich geil. Kalle, Eskimo. Ja, das macht die Kinder froh. Ja, das klingt auch direkt wie so ein Werbeslogan. Finde ich cool. Mag ich. Spandau, Kastrop, Ehre auf dem Kopf, Drop. Kalle, Eskimo. Ja, das macht die Kinder froh. Bus fahren, abtauben, richtig einen reinschrauben. Gönnung bis die Schwarte kracht. Ich habe keine Luft mehr. Nochmal. Bus fahren, abtauben, richtig einen reinschrauben. Gönnung bis die Schwarte kracht. Kommt an Bord, wir heben ab. Ribbidi, Ribbidi. Jetzt bin ich mal drin, ne? Check 1, 2, Ehre in den Arsch. An dem Gerät ganz links. Ja. Ja, das passt. Das passt. Kastrop, Spandau, viele Farben, alle blau. Callboy Kuschinski, Ehre, Abfahrt, Springstil, LAN, Party, Moshpit, Jogginghose, Topfschnitt. Achso, soll ich direkt normal, oder? Soll ich direkt normal, oder? Ja. Das knallt, ey. Kastrop, Spandau, viele Farben, alle blau. Callboy Kuschinski, Ehre, Abfahrt, Springstil, LAN, Party, Moshpit, Jogginghose, Topfschnitt. Hyper, Mama Mia, beste Combo, immer wieder. Ja, Mann. Mega. Richtig geil. Ich frag mich gerade, ob wir Nikos Dings überhaupt hier brauchen. Also ob wir das nicht einfach von Kalle auch zweimal machen. Ja, würde ich auch. Kastrop, Spandau, viele Farben, alle blau. Callboy Kuschinski, Ehre, Abfahrt, Springstil, LAN, Party, Moshpit, Jogginghose, Topfschnitt. Hyper, Mama Mia, beste Combo, immer wieder. Jut. Ding, 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 ding. Ja, ich hab das schon mal gemacht. Ist auch geil, das Feeling. Raum, Luft, Music. So. Ja, cool. Ja, tschö. Ja, das war eine tolle Erfahrung, sag ich mal. Hat Spaß gemacht. Ja, war auch richtig geil. Ja, nice. Also sowas kann ich mir auch öfter vorstellen. Hallo? Soll ich? Ja, gut. Ja, wir sind fertig. Ja, geil. Ja. Ja, lass mich mal ein bisschen einschreien. Das hört sich, die ersten hören sich eh scheiße an. Hey! Fuck uns! Hey! Yeah! Fuck uns! Yeah!
Yay! Yay! Auf YouTube, Instagram und TikTok! TikTok! Auf YouTube, Instagram und TikTok! Das ist eine ganz tolle Erfahrung für mich, vor allem hier im Tonstudio, mal so ein paar Sachen professionell aufzunehmen. Ja, hat richtig Bock gemacht. Und ich bin sehr überrascht, dass das Ergebnis von meiner Stimme auch so gut ankam. Die Jungs hatten die ganze Zeit mega Bock, das hat mich ultra geflasht und waren auch die ganze Zeit so mega supportive. Der Pascal, der hat direkt eine Location klar gemacht für den Dreh, für den Videodreh. Der Daniel hat dann einfach die ganze Zeit den Song fertig gemixt, so quasi. Der sitzt den ganzen Tag nur vor diesem Computer und baut da Bausteine zusammen. Text-Session hatte ich dann mit dem Nico und mit dem Kevin. Es ist einfach ein richtig geiles Projekt und ich bin sehr gespannt, wie es bei euch ankommt. Denn jetzt mal Real Talk, diese ganzen Faxen, die wir machen, also heute einfach eine richtig geile Sache. Es war ein richtig geiles Projekt und ich bin sehr stolz, dass wir es durchgezogen haben. Ne? Und danke. Das mache ich jetzt. Sehr gut. Und dann jetzt noch in meine Fresse, ne?